Willkommen zurück zu Dungeon Keeper. Diesmal kämpfen wir gegen zwei Keeper. Das wird hart. Aber das kriegen wir schon hin. Erstmal holen wir uns den Eingang. Und ansonsten Trainingsraum würde ich jetzt hier mal als erstes anstreben. Bauen wir erstmal einen kleinen Trainingsraum. Kommt schon. Und eine kleine Bibliothek, damit wir schon... Wir haben kein Gold mehr. Damit wir schon mal die entsprechenden Kreaturen anlocken. Kennt man ja schon. Und dann werden wir jetzt hier erstmal das Gold uns einverleiben. So, das letzte Level war recht schnell besiegt. Ich denke, dass jetzt wieder ein etwas härteres Level kommt, da wir ja gegen Keeper kämpfen müssen. Und es geht darum, sich diese Goldreserven hier unten zu sichern, bevor der es tut. Allerdings müssen wir erstmal hier unsere eisernen Reserven oben angreifen, damit wir erstmal ein vernünftiges Dungeon hier auf die Beine stellen können. Ich sehe schon, dass wir eine Fliege bekommen haben. Na, dankeschön. Ja, man soll ja nicht undankbar sein, aber... Die Fliege! Komm schon, damit können wir nichts machen. Nichts. Naja. Kriegen wir schon hin. Na, hier ist eine Mauer. Das bedeutet, da unten geht's direkt zum Feind. Also dann geht's los. Das bedeutet, wir bauen jetzt zuerst einen großen Trainingsraum und hoffen einfach, dass wir genug Viecher kriegen. Käfer hier. Komm, trainiert. Die Fliege kann Bücher lesen. Das sind die Mittel, die uns zur Wahl stehen. Leider nicht mehr. Da kommt direkt was anderes. Ein Demon Spawn. Ah, hier, Nöte brauchst du nicht. Geh trainieren. Arbeiten ist das neue Wohnen. Jedenfalls, solange wir hier noch im Verzug sind. So, gut. Zwei Keeper gleichzeitig. Vielleicht bekämpfen sie sich ja auch gegenseitig. Man weiß es ja nicht. Aber ich wage es ganz stark zu bezweifeln. Okay, also hier ist noch keiner. Ich überlege gerade, wie wir es am klügsten machen können. Sollen wir es direkt unten hin bauen und uns das gesamte Gold hier unten sichern? Ich glaube, das wäre tatsächlich am klügsten. Ah, ich sehe gerade einen anderen Plan. Alles klar, den Plan werden wir natürlich weiter verfolgen. Wir können uns hinten in den anderen Dungeon reinbauen und haben dann direkt einen Keeper ausgeschaltet. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das werden wir jetzt einfach anstreben. Und hoffentlich haben wir damit Erfolg. Hier, der Vampir forscht für dich, du kannst trainieren. So, dann werde ich denen hier das erstmal versagen. Weil das können sie ja ganz ehrlich auch später abbauen. Werden wir den Lilanen von hinten einfach ausschalten und... Ja, also wir kommen hier in sein Gebiet auf jeden Fall rein. Ja, und dann machen wir den fertig. Einfach geht das. Ja, dann holen wir uns noch ein paar Imps, dann geht das alles schneller. Nee, nee. So. Ja, der Plan steht. Jetzt muss es noch ausgeführt werden. Ah, ich sag halt, das kriegen wir hin. Wir haben Level 10er im Petto. Dagegen können die einfach nichts aufbieten. Und hier kommt ja auch keiner durch. Das bedeutet, wir sind safe. Als erstes werden wir ganz einfach... Okay, hier scheint irgendwo das Leer von dem zu sein. Und das werden wir uns direkt als erstes... Werden wir das fertig machen. Ach, halt auf mit dem Scheiß. Ich baue hier ein kleines Leer für die ganzen Kreaturen, die nicht beliebt sind und permanent aufs Maul bekommen würden. So, und ihr beide... Ein Vampir macht euch eh fertig. Und dann trainiert. So. Sehr nice. Jetzt bauen wir hier uns noch eine kleine Kuhle. Die werden wir dann als provisorische Schatzkammer benutzen. Damit das alles noch schneller geht. Hier, Claim. Gut. Ansonsten läuft alles in unserem Dungeon. Das ist schon mal gut. Wir sind zwar noch nicht so überreich, aber das kommt jetzt noch.
So, und wenn wir uns dann hintenrum reingebuddelt haben und den fertig gemacht haben, können wir uns ganz dem Grünen widmen. Und naja, der ist hier ein bisschen eingesperrt, also wird hier, wenn wir uns hier eine Materialschlacht wahrscheinlich liefern. Und naja, am Endeffekt muss er halt einknicken. Und wird er auch. Ich recht zuversichtlich. Das kriegen wir hin. So, unser Assassinenkommando ist unterwegs. Beziehungsweise trainiert gerade noch darauf hin. Wir trainieren. Hier wird nicht keine Pause gemacht, gibt's nicht. Und unsere Versorgung sollte noch ein bisschen ausgebaut werden. Moment haben wir ja auch das Geld, also das ist kein Problem. Gut, Räume werden auch erforscht, werden wir dann zugegeben. Ach, warte mal, ich sehe gerade, die sind hier unter beschäftigt. Was? Dann könnt ihr ja direkt noch ein paar Räumchen bauen. Hier werden wir direkt mehrere Sachen reinbauen. Was haben wir denn jetzt gekriegt? Ein Drachen, sehr schön, trainieren. Jetzt haben wir die Werkstatt, perfekt. Wird gerade ein Raum für gebuddelt, passt. Ah, sehr nice. Gut, Goldprobleme haben wir also auch keine. Ah, er aber auch nicht. Genauso wenig wie er. Gut, ein Grund mehr, den ersten schnell zu auszuschalten. Was gibt's eigentlich hier? Ein Friedhof mit Vampiren. Und Helden, die eingesperrt sind. Okay. Und das alles auf einer Art Insel. Okay. Okay, gut. Also gibt es ein kleines Secret. Den werden wir uns nach dem lilanen, dem Fall des lilanen Keepers direkt widmen. Da wir ja dann auch direkt da sind. Macht das Sinn. So, kleine Werkstatt. Ich weiß gar nicht, was wir dann hier hinbauen. Das, was als nächstes kommt. Würde ich sagen. Gut, dann bauen wir hier noch ein bisschen Schatzkammer, damit das alles doch noch ein bisschen schneller geht. Los, Imps, beeilt euch. Wir müssen los. Der Feind ist, glaube ich, schon auf dem Vormarsch. Er hat sich doch ein Magier reingeschlichen. Naja. Mal zwei Teufler. Was machen eigentlich? Okay, passen wir nicht mehr rein. Dann werden wir den natürlich auch direkt vergrößern. Warum nicht? So, Mauer auch weg. Das reicht dann aber auch. Ah, und die sind fast durch. Endlich. Ah, die Baracken. Die können wir eigentlich hier hinsetzen. Da können wir auch noch ein Gefängnis einsetzen, oder nicht? Brauchen wir wieder mehr Imps? Dann holen wir uns doch welche. Los, schneller. Sehr schön. Keine Fallen. Und weiter geht's. Hier sind sie schon. Wir hören sie schon. Gleich haben wir sie. Es wird eine hübsche Überraschung. Müssen aber insgesamt mehr Gold abbauen. Das bedeutet, wir werden jetzt hier auch erstmal einen ganzen Schwall Gold abbauen. Sind alle da beschäftigt. Kein Wunder, dass keiner mehr hier ist. Wir brauchen noch unser Assassinenkommando. Schneller! Sehr schön. Wieder ein Schritt näher. Da sehen wir schon, da kommen sie. Da sind sie. Wir buddeln auf das Unvermeidliche zu. Die große Schlacht. Da freue ich mich schon drauf. So,
Da hätten wir auch ein Gefängnis, was wir bauen könnten. Das sollten wir auch tun. Das werden wir einfach hier direkt nebenan setzen. Nein! Schnell weg! Schnell ein Gefängnis bauen. Hier auf den Gang. Warum nicht? Auf unsere Leute durch. Kommt gut. Dann werden wir das natürlich aktivieren, denn solange die Kreaturen bewusstlos von ihm sind, kriegt er auch keine neuen mehr. Claimen. So, dann bereiten wir uns mal drauf vor. Denn jetzt geht's los. Ah, kann er den mal wegblitzen? Alles klar. Jetzt beginnt das Kräftemessen. Aber wir sind ja vorbereitet. Ihr sollt jetzt nicht gegeneinander kämpfen. So, dann holen wir natürlich unsere Fasttoten weg. Ah, der Käfer ist egal. Wo ist der Vampir? Wir brauchen dich doch. Oh. Schnell weg. Ah, und der Vampir ist noch dabei. Schnell Gefangene nehmen. Ja. Wenn der Vampir dann noch beschäftigt ist. Weil du Hunger hast, gehst du jetzt nicht weg. Das läuft dir nicht. Ja, die sind alle noch sehr angeschlagen. Ah, der macht das schon. So, dann heilt euch mal schnell. Und dann werden wir uns einfach... die sind alle so niedrig im Level. Ah, aber den Imp reichen die. Den machen die auch fertig. Kommt mal zurück. Da haben wir noch ein Level 4er Drache. Das passt ja. Ja, er beleidigt uns ein bisschen im Hintergrund, der gegnerische Keeper. Das ist aber okay, das kann er machen. Die haben nicht mehr viel. Was soll das? Der wollte die Fliege holen. Ja, die gegnerischen Kreaturen, die lassen wir einfach im Knast. Wir können da ein bisschen schmoren. Was wird das? Nein. So, da kommen direkt neue Gefangene. Die holen wir uns natürlich auch direkt ab. Der Vampir macht das. So. Denen geht's auch wieder gut. Dann können sie auch direkt in den Kampf. Hört auf! Ist der Vampir wieder abgehauen? Okay, Schlacht war auch gewonnen. Wir haben relativ geringe Verluste, das ist schon mal gut. Nein, das läuft hier nicht. Habt ihr fertig. Ja, die mögen sich ja eh nicht, also. Das ist kein Problem. So. Ah, und direkt geht's weiter. Wir kriegen ja gleich einen Lärm. Dann schauen wir mal Gefangene neben aus. Oh, können wir eigentlich drinnen lassen? Warum nicht? Kriegen wir ein bisschen mehr Skelette. Oh, der ist auch platt. Warum ist denn der jetzt draufgegangen? Egal. Ihr Gefangenen. Warst du schon? Haben wir den Liedern im Platt?